Ja, Leute, die friedlichen Zeiten sind vorbei, denn Maxi ist zurück. Ash, called by. Heute geht es wohl um die meistgehasste oder geliebteste Karte, Maxi. Denn ja, Maxi ist zurück. Und nein, natürlich nicht das Original. Das wäre auch ziemlich dumm. Und ja, ich weiß, die Karte existiert im Master Duel, aber eben nicht im TCG. Und nein, wir wollen hier nicht die Diskussion aufmachen, ob Maxi fair ist oder nicht. Aber eben kurz meine Meinung zu Maxi. Maxi muss auf 3 oder 0 sein. Alles andere macht keinen Sinn, weil es sonst einfach viel zu random ist. Und mir persönlich gefällt das Ganze nicht, weil man allein eben aufgrund von Maxe das Deck dementsprechend bauen muss. Heißt 3 Ash, 3 Maxe, Crossout, Called By. Gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr. Und außerdem natürlich, klar, es stärkt die schwächeren Decks, etc. Aber wenn ihr Full Combo plus Maxe, ist es einfach GG. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Also, Thema abgeschlossen. Das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt andere haben, aber darum geht es heute nicht. So, aber warum sage ich denn, dass Maxe zurückkommt, obwohl es keine neue Verbotsliste gibt, heißt Maxi ist immer noch im TCG verboten. Naja, ganz einfach. Es kommt natürlich eine neue Karte raus und genau zu einem neuen Hauptset, also schon demnächst. Und dort gibt es eben eine kleine Qualle, die ganz schön viel machen kann und eben Maxi sehr ähnelt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal eben ganz detailliert an. Wenn du keine Karten kontrollierst, Schnelleffekt. Ja, das ist schon mal eine Einschränkung, die sehr gut ist, weil ja, das heißt, man kann sie nicht immer aktivieren, was praktisch. Aber hier ein Quick-Effekt bedeutet, alles geht auch im gegnerischen Spielzeug. Yay, eine neue Handtrap ist geboren. Ja, wir müssen sie abwerfen, aber nicht in den Friedhof. Bedeutet also auch hier, man kann das Ganze unter Shifter machen. Und glaub mir, das wird später noch relevant, warum das gut ist. Aber geht's erstmal weiter, was kann sie? Führe folgende Effekte für den Rest des Zuges durch. Okay, zählt für den Rest des Zugs, ist halt wie Maxi, ne? Jedes Mal, wenn der Gegner eine Normal- oder Spezialbeschwörung durchführt von der Hand, ziehe eine Karte. Bedeutet, dies betrifft eben nicht allgemein Spezialbeschwörung, sondern Normal- und Spezialbeschwörung von der Hand. Und ja, ihr merkt so langsam, in welche Richtung das Ganze geht. Denn wir erkennen hier ganz klar einen Maxi-Effekt. Denn jedes Mal, wenn der Gegner etwas tut, kriegen wir eine Karte als Dankeschön. Bedeutet also, der Gegner ist extrem eingeschränkt, was er macht. Klar, es ist nicht 1 zu 1 Maxi, aber wie gesagt, das wäre ja auch komplett blödsinnig. Aber immer eine Karte ziehen klingt erstmal schon mal ziemlich stark, wie eben bei Maxi. Aber es geht noch weiter. Während der Endphase, falls du mehr Karten in der Hand hast, als dein Gegner kontrolliert, plus 6, mische die Differenz zufällig von deiner Hand in dein Deck. Heißt also, wir können hier eben nicht wie bei Maxi eine Endlos-Challenge haben, also am Ende mit irgendwie 20 Karten enden, sondern das Ganze ist eben abhängig von der Anzahl der gegnerischen Karten. Bedeutet also, je mehr der Gegner macht, desto mehr dürft ihr ziehen, aber desto mehr dürft ihr auch behalten. Ist eigentlich auf irgendeine Art und Weise fair, auch wenn dieses Ganze ziehen vielleicht doch ein bisschen unfair ist. Jetzt könnte man denken, dass der Effekt schon vorbei ist, aber nein, nein, nein. Der Effekt geht noch weiter und der ist sehr spannend, da gehen wir am Ende nochmal drauf ein. Und zwar, du kannst in den Zug nur einmal noch einen Mulchumi-Effekt aktivieren und nur in den Zug, in dem du den Effekt schon aktiviert hast. Okay, okay, jetzt kennen wir die Karte mit vollem Effekt und jetzt nur die Frage, ist die Karte gut? Ja, Karten ziehen ist immer gut und gerade eben zu so leichten Bedingungen. Ist sie besser als Maxi? Ja, natürlich nicht. Die Karte hat viel zu viel Einschränkung und allgemein ist ihr Effekt sehr viel spezieller, weswegen natürlich deutlich schlechter ist. Allgemein merkt man ja, dass verbotene Karten wiederkommen eben mit anderen Effekten. Bestes Beispiel ist natürlich Topf der Gier. Topf der Gier, unglaublich starker Effekt. Aber die Karte ist quasi ja bei uns vertreten in der Meta in Form von anderen Töpfen, die aber natürlich ganz andere Bedingungen haben und ganz andere Voraussetzungen haben, die erfüllt sein müssen. Aber letztendlich ist es Draw 2, was sehr stark ist. Und das sieht man eben auch, dass die anderen Töpfe gespielt werden. Und hier ist eben das Gleiche. Wir haben quasi ein Maxe bekommen, jedoch eben mit ganz anderen Bedingungen und natürlich eben mit einem abgewandelten Effekt. Aber es ist eine sehr gute Karte. Doch wofür ist die Karte jetzt gut? Naja, grundsätzlich ist die Karte eben genau dafür gut, was auf der Karte steht. Wenn der Gegner normal und Spezialbeschwörung von der Hand tut, dann dürft ihr eben Karten ziehen. Bedeutet, wenn ein Deck das sehr häufig tut, ist die Karte sehr gut. Jetzt natürlich die Frage, welche Beispiele gibt es? Naja, Flundery zum Beispiel. Ja, Leute. Und die Karte lässt sich auch unter Shift abwerfen. Hey, das passt ja wirklich zu Flunderys. Also, es passt wirklich perfekt. Also, ihr merkt, das ist in wirklich eine Counterkarte gegen Flunderys. Ja, Leute, ihr habt eine Antwort gegen Flunderys jetzt. Diese schöne Qualle. Aber es geht auch weiter, denn ihr könnt es auch zum Beispiel natürlich gegen zum Beispiel Dragonling benutzen. Aber auch gegen Sprite ist das natürlich sehr gut. Ihr merkt, es gibt ein paar Decks, die das abdeckt, aber eben nicht jedes Deck. Und das finde ich auch wirklich gut, weil sonst wäre die Karte wirklich wieder einfach 2 Maxi 2.0 und einfach viel zu broke.
machen. Ihr seht also, es gibt ein paar Decks, wo die Qualle wirklich gut ist und wo sie vor allen Dingen dann ein Turn-Skip ist, weil wenn der Gegner was macht, habt ihr so viele Ressourcen, dass er eh verloren hat. Heißt, er kann eigentlich nichts anderes machen, als einfach den Zug abzugeben. Ist quasi ein bisschen wie Dimensionsbarriere, was ja auch jedes Einhorner Deck automatisch ein Turn-Skip bedeutet und diese Handtrap eben auch. Doch heißt das jetzt, dass die Karte gespielt wird? Naja, auf jeden Fall im Side-Day. Natürlich ist klar, falls man auf ein Deck trifft, was eben mit diesen Mechaniken arbeitet, hat man einen guten Counter dagegen und warum nicht im Side-Deck haben, wenn man dagegen sonst nichts Passendes hat. Aber auch im Main könnte diese Karte irgendwann seinen Platz finden, wenn natürlich ein Top-Tier-Deck genau auf diese Mechanik zurückgreift, dann haben wir wirklich wie die alte Maxe, jeder muss die Qualle spielen, weil sonst hat man automatisch verloren. Aber das wird eben nur passieren, wenn wirklich ein Top-Tier-Deck eben auf diese Mechanik zurückgreifen wird. Ansonsten wird die Karte eben wirklich nur in Side-Decks zu finden sein, weil man eben nicht gegen jedes Deck diese Karte nutzen kann. Und das Ganze ist jetzt hier nicht wilde Spekulation oder ähnliches. Nein, surprise, in Japan ist die Karte schon draußen und ja, man spielt sie. Wer hätte das gedacht? Doch was halte ich jetzt von der Karte? Naja, ich bin da etwas zwiegespalten. Zunächst einmal, ich finde es gut, dass sie Einschränkungen hat und nur eben gegen gewisse Decks gut ist. Und dadurch hat man eine Karte eben gegen gewisse Decks für Side-Deck. Finde ich super. Klar, sie ist irgendwie ein Turn-Skip, was unfair klingt, aber wir haben auch aktuell Dimensionsbarriere oder eben natürlich auch die Zauber- und Feinkern-Removals gegen Backrow-Decks. Wir müssen zugeben, gegen Backrow-Decks gibt es sehr viel Hate. Wir haben das da, Lightning Storms und ähnliches, die ihm helfen, Backrow-Decks auszuschalten und das ist ja eventuell auch ein Auto-Win. Ja, man kann immer sagen, ja, man kann es outziehen. Wie gesagt, gegen die Qualle kann man einfach Ash ziehen, dann hat man das Ganze auch geoutet. Aber dann muss man wirklich diese Antwort haben, sonst hat man verloren. Also generell ist das schon ein Turnskip, beziehungsweise eine unfaire Karte. Und dafür finde ich gerade, dass es sehr gut ist, weil man sie ins Side-Deck packen kann. Das heißt, du selber musst entweder was im Main-Deck schon haben, was dagegen ankommt, oder eben dann zumindest auch was sein, was gegen die Antikarten gut ankommt. Eben wie es jetzt auch schon der Fall ist bei manchen Karten. Aber ich habe ja gesagt, dass ich zwiegespalten bin. Hier klingt es ja eher so, dass ich ein Fan von der Karte bin. Naja, ich bin auch zwiegespalten, weil, ja, wenn, wie gesagt, ein Deck Top-Tier wird, also wahrscheinlich Tier 0, dann haben wir wirklich wieder Maxi 2.0 und das finde ich ziemlich dumm. Wir alle finden gut, dass Maxi verboten ist und dann haben wir eben genau das, was wir vorher hatten mit Maxi. Das heißt, jeder muss die Qualle spielen, jeder muss auf die Qualle eine Antwort spielen, der Deckbau wird damit stark beeinflusst und zusätzlich, ja, die Karte, entweder man hat sie oder hat sie nicht, finde ich dann eben nicht so gut. Wenn jedoch eben das Deck, wogegen diese Karte gut ist, eher so Randmeter ist oder eben Tier 2, Tier 1 von mir ist auch mit ein paar anderen Decks zusammen, dann ist es sehr gut, weil dann hat man eine passende Antwort, man kann was sein, ist fair. Wahrscheinlich gibt es dann auch gegen das andere Deck dann auch eine passende Side-Deck-Karte und hat jeder dann eben was gegeneinander und man kann eben gegeneinander spielen. Eins können wir auf jeden Fall zusammenfassend sagen, die Karte ist auf jeden Fall extrem spielstark und das natürlich, obwohl sie etwas spezieller ist und eben nicht gegen jedes Deck gut ist, aber die Karte ist definitiv eine sehr gute Karte. Aber eine Sache bleibt noch offen. Ich habe zu Beginn des Videos ja erwähnt, dass der letzte Teil des Effekts noch relevant werden würde und da gehen wir jetzt eh mal Stück für Stück drauf ein, denn was wird am Ende denn gesagt. Du kannst in den Zug nur einmal noch einen Multimü-Effekt aktivieren. Und ja, Leute, ich weiß, ich spreche das safe vollkommen falsch aus. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellt, warum steht da nicht exakt der Name der Karte? Oder warum steht da nicht einfach twice per turn? Wäre doch viel einfacher. Naja, und die Antwort liegt ganz klar auf der Hand. Es wird sich hier um ein Deckthema handeln. Und ja, Leute, willkommen im neuen Zeitalter der neuen Handtraps. Denn es sieht mir so aus, als würde es ein Deckthema geben, was quasi nur aus Handtraps besteht. Und das ist die erste Karte dieses Deckthemas. Es kann natürlich sein, dass das Deckthema eine komplett andere Mechanik verfolgt und von daher das so ist, aber es riecht eher danach, dass hier eben neue Handtraps kommen. Man muss ja sagen, neue Handtraps gab es lange nicht mehr. Das ist jetzt seit langem wieder eine neue Handtrap. Und ich denke, da wären noch mehrere Folgen. Denn warum sollte man sonst nicht einfach sagen, du kannst nur eben zwei dieser Kopie aktivieren oder twice per turn? Nein, nein, es steht wirklich, der Name dieses Deckthemas quasi, kannst du eben nur zweimal aktivieren. Bedeutet also, man könnte den Gegner eben nicht, wenn man fünf hat, fünf aktivieren, sondern eben nur zwei. Ja, wenn die genauso stark wären wie die anderen. Oh mein Gott, das wären richtig krasse Handtraps. Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst, was da kommt. Aber bin auch ein bisschen neugierig. So, jetzt habt ihr aber alle Infos über die neue Karte bzw. das neue Maxi. Und jetzt noch die Frage, was haltet ihr davon? Lasst mir mal wissen, was ihr von der Karte haltet, ob ihr sie gut findet oder nicht. Oder ob ihr sie spielen würdet, gerade gegen Flanderies. Aber wie gesagt, lasst es mich einfach wissen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.